Ach komm, nehmen wir gleich den nächsten hier, aber freie Sicht. So, ein Lurch. Ich hab grad was gehört. Baum fällt. Kommt Muschi Klaus schon? Ach, was will der denn? Den wollen wir nicht. Der will auch nur mitspielen. Ach so. Ja, der kann noch mal ein bisschen helfen hier, Bäume tragen, ne? Der Vogel, der. Genau, wenn er lieb bitte sagt, kriegt er vielleicht was zu essen. Genau, nämlich sich selbst. Sich selbst, genau. Er kommt dann selbst auf den Grill. Na, du, er ist doch ein Kannibale, dann kann er sich doch auch selbst fressen. Oder was? Jo, ich bin auf jeden Fall dafür. Ja. Oh, guck mal, da hinten laufen sie. Ja, das sind immer so paar Patrouillen, die hier so regelmäßig laufen. Brennt da einer? Guck mal, da brennt einer. Wieso brennt der? Ich weiß nicht, das sah so aus, als wenn der brennt. Ja, oder hat der eine Fackel dabei? Ich glaube, der hat eine Fackel dabei. Du, da ist einer bei, der schmeißt mit Tennisbällen, die brennen. Ja, guck mal, wie schnell der rennen kann. Der ist hier bei uns. Dann solltest du lieber ins Wasser gehen, weil wenn der dich trifft, dann brennst du Holdrio. Ja, das ist er. Ein Fackelträger. Ach komm. Nein, das war ich. Ich habe ihn angezündet. Genau, Hani hat ihn angezündet. Okay. So. Du kommst mal gleich mit. Da kommt aber noch mehr, guck mal. Ah, guck mal hier, du kannst die Keule nehmen, Marcel, und damit kannst du auch zuschlagen. Ich gehe ihn mal anzünden, ja? Okay. Marcel, wenn da zu viele werden, ab ins Wasser, ne? Also. Ja, alles gut. Ich habe ihn doch gehört gerade. Da ist er. Na, Kumpel, ich habe hier was für dich. Die können ausweichen, meine Fresse. Ih, er hat sich breitbeinig hingelegt, die alte Sau. Ich habe ihm gerade einen Zahn ausgepikst. Oder war das von seiner komischen Schmuck? Mensch, ich treffe den nicht. Was ist das für einer? Meine Fresse. Oh ja, jetzt kam er angesprungen, der Idiot. Nein, nicht den Arm aufhängen. Was mache ich denn hier? Ich bring noch einen mit. Und das ist gut. Kannibalenparty. So, dann sammeln wir mal die Knochen weg, dann kann ich ihn bestimmt auch auflegen. Ach, anzünden muss man vorher. Oh, ich kann den Schädel nicht mehr mitnehmen, Marcel. Ich auch nicht, ich habe genug davon, ich weiß nicht. Warte mal, ich werd mal hier noch eine Lampe hinsetzen, warte mal. So, kann ich ihn jetzt da rauflegen? Ja, du musst nur anzünden. Muss ich aber weggehen, ne? Sonst brenne ich gleich mit. Ja, ja. Ja, der Vogel ins Feuer. Was geht hier? Ja, komischerweise, wenn du Kannibalen verbrennst oder allgemein diese Mietnomaden, setzen sich die Vögel gerne darauf. Okay, ich konnte es doch mitnehmen. Was? Da liegt noch ein Schädel. Warte, ich nehme ihn. Die fliegen immer tief. Jetzt ist der Rabe da auch noch drin. Ne? Guck mal, oh, schöne ja, warme Nest. Ja, die Vögel Nest, sind ne? ein bisschen... Ja, naja, das riecht gut. Das ist so alter Arsch, Och, weißt verdammt. Du? Ich... Oh, eine Feder. Gesammelt.
Die fallen hier von alleine runter, oder was? Ja, aber wir bauen auch bald Dings hier, sag schnell. Vogelhäuser und dann kriegen wir immer Federn. Ja, Vogelhäuser. So, So, ich dann wollen wir mal weitermachen, ne? habe auch gerade was getrunken. Weil viele Baumstämme sind es nicht mehr. Naja, in der Nähe sind auch nicht mehr so viele Bäume. Doch, hier bei mir, also hier hinten, habe ich was offen gelassen, damit man rauskommt. Falls man da mal aus Nee. irgendeinem Grund. Irgendwas ist Oh. da schon wieder. Ja, hier schon wieder da eingebrochen. Oh, da ist ja Betsy, oder? Ach nee, doch nicht. Das ist wieder so ein Oh, zweier. Dingsheinzi, hier so ein. Der rennt aber, der wirft bestimmt mit den Dingern, mit den Knochenschädeln oder Ja, was? der wirft hier. Er brennt. Und wo ist der andere jetzt? Wo ist denn unser anderer Kumpel? Oh, der hat gerade was Bendrit werfen wollen. Okay, mich hat er nicht getroffen, aber ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn auch getroffen. So. Warte, er wirft wieder. Ja, ich versuche auszuweichen. Das geht sogar. Ich habe ihn getroffen. Er versucht mich mit seinem Brennzeug zu treffen. Ja, der hat aber Bälle, das sind so Bälle. Pass auf, Marcel. Ich habe ihn nochmal angezündet. Ach, Der da ist andere der haut andere. ab. Der andere Sippi. Oh Mann. Die hauen jetzt ab, oder was? Wo sind sie denn jetzt? Nee, die sind hier oben. Ja, den einen mit seinem Schädel, den habe ich jetzt gerade Ah, ich habe angezündet. ihn. Ich glaube, der eine ist tot. Ich gehe ihn mal holen. Den mit seinem Schädel habe ich hier gerade am Wickel. Den schubse ich mal so ein bisschen hin. Ja, wenn er das fallen lässt, sag mir mal Bescheid, ja? Weil ich hole mir dann auch die Keule. Oh, den muss ich erstmal treffen, den Deppen, ne? Wo ist er denn jetzt, der andere, den ich hier Der ist ja abgeschossen im habe? Wasser. Ach so, nee, der ist oben. Okay, den mit dem Schädel, den habe ich jetzt erledigt. Der liegt gerade im Wasser. Ich finde den nicht wieder. Ach, da ist Warte, er. Ich warte, habe ihn. ich wollte es dir gerade zeigen. So, der hat hier irgendwas verloren. Der Typ. Ja, das will ich aufsammeln. Das ist, ja, die Bumskeule. Die, ich hab sie. Ich hab sie. Schon gut, ich hab sie schon. So, und ich habe noch so einen Typen zum Verbrennen. Ja, ich hab auch einen. Ich schlepp den gerade hier. Kommst hier vor wie bei Hitman, weißt du, Leichen verbergen. Das ist eigentlich nur Verwertung. Mehr ist das doch gar nicht. Guck mal, wir sind die Bestattung. Genau. Mach's gut. Ja, ich habe da auch nur einen, den mit dem Knochen, der hier rumgerannt Den ist. kannst du, nee, den kannst du mit raufschmeißen. Kann ich, ja? Ja. Oh. Bloß weggehen. Nicht, dass wir. Ja, also wenn es nicht zu viele werden, dann geht's eigentlich, wenn man zu zweit da sich mit denen ein bisschen beschäftigt. Oh, ich habe hier eine Keule. Ja, leider kannst du nur eine davon nehmen, ne? Also mehrere geht nicht. Glockenschaden, du, eine andere liegt noch im Wasser. Oder hast du auch eine? Ich habe auch eine Keule. Weil eine lag im Wasser, wo der andere, wo ich den anderen Gegner fertig gemacht habe, da. So, ich habe jetzt schon 7 Knochen. Wie weit bist du? Kannst nehmen. Alles gut. Bedien dich. Okay. So, weiter geht's. Dann werden wir mal gucken, ob wir diesmal bauen können, wa?
sich da wieder ja, so irgendwann, verrückt also irgendwann wird es auch lästig, wenn sie dann andauernd kommen und wenn sie dann auch noch Galoppel und Muschi mitbringen, ist auch nicht schön. Ich meine, gut, Galoppel, der fällt manchmal Bäume, wenn er nett ist. Oh, was haben wir denn hier drinne? Ein Karnickel. Oh, das tut mir immer so leid mit dem Hasen. Ich meine, gut, die sind naja, ja nicht echt, aber... Was willst du machen, ne? Wenn du die brauchst, auch teilweise, kommst nicht ja, drum rum. wir müssen uns noch Fellschuhe machen. Für Schneegebiet. Was? Ja. Ich sehe schon wieder ein Reh. Das ist ja wie bei dem anderen Spiel. Das ist ja wie bei Seven Days. Jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, irgendwas entdecken oder looten oder irgendwas, dann sehe ich auch immer Tiere. Oh, da kommt was. Da kommt was. Oh, da kommen ein paar mehr. Renn ins Wasser. Oh, Betsy. Titten, Betsy. Das sind wenigstens 4 Stück gewesen. Guck mal, der eine, der klettert auf dem Baum. Naja, ich weiß, das machen sie gerne. Du kannst die auch von da runter schießen manchmal, das ist ganz witzig. Also wir haben eine Betsy, die ist ganz nackt, die hat auch keine Haare. Und dann haben wir eine Betsy, die hat noch einen Rock an und die hat schwarze Haare. Also und die machen Yoga, wie du siehst. Guck mal, die machen da so eine komischen Yoga-Übungen. Die versuchen uns immer anzuwerben, aber wir wollen nicht. Können richtig da kommen. Hier oben also, unten ist schon wieder so ein komischer. Ey, da brennt schon wieder einer. Ja, ich war das. Ah, du warst das. Ach Mist, der ist weggelaufen jetzt. Ja, du kannst ruhig deine komischen. Du kannst ruhig deine Bälle werfen hier, du kleiner Kloppi. Guten Tag. Ach, du bist bestimmt hier oben. Oh, der Typ hat mich abgeworfen. Der eine ist jetzt unter Wasser hier. Der läuft unter Wasser. Jetzt stirbt er. Ja, der ersäuft aber. Du elender Vogel. Oh, da ist Betsy. Guck mal, da ist die nackte Betsy. Was, die blanke hier, die helle? Oder was? Ja, was Betsy. Oh, ich habe keine Brandpfeile mehr. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Brandpfeile machen. Oh, ich brenne schon wieder, scheiße. Kann der nicht warten, bis ich fertig bin mit meiner Brandpfeile hier? Irgendwas ist doch da gerade ins Wasser gelandet, oder? Ja, da unten liegt schon ein Eingeborener im Wasser. Wo ist er denn jetzt, der Kugelmann? Ich glaube, der ist hier ins Wasser rein. Ach so, ja, das ist ja schade. Sind sie jetzt weg? Also ich sehe zumindest keinen mehr. Ich höre auch gerade nichts von denen. Das helle Ding ist wieder abgehauen, ne? Das helle Ding ist ja wieder abgehauen. Ja, Betsy ist noch ein bisschen schüchtern. Schüchtern. Leider kann man den Eingeborenen hier nicht aufheben, weil der ist zu tief im Wasser. Okay. Dann machen wir noch ein bisschen... Aber das macht ja nichts. Ein bisschen Bäume fällen, wa? Oh, warte mal, hier sind sogar noch 2 Baumstämme. Ich nehme die mal mit, ne? Ja, mach das. Ja, jetzt werden sie aufmüpfig hier, die alten Schweinebacken. So, Baum fällt. Gleich die nächsten hier. Na, guck mal, den können wir da auch fällen hier, der hier. Warte mal, das mache ich mal schnell. Ich habe die Befürchtung, wenn die zu dünn aussehen, dass die noch zu jung sind und nicht so viel Ertrag
Frau Herbringer. Nee, der ist okay, ja. So, Baumfeld. Aber jetzt mache ich das mal in die Richtung, nicht, dass er wieder ins Wasser fällt hier, der. Baumfeld. Baumfeld. Ja, so viele sind halt gar nicht mehr. 88 Stück noch. Hier ist irgendwas in der Nähe. Ich höre schon wieder was. Wenn sich das ein bisschen quietschig anhört und so. Kreischend. Und so ein bisschen. Kreischend. Also ich möchte sagen, das war ein weibliches Kreischen. Na, dann war das entweder eine Kannibalin oder so eine Eingeborene hier. Und wenn Muschi kommt, dann ist halt mehr so ein Fauchen. Und bei Galoppel, hier ist ein blutiges Reh, da war bestimmt Marcel. Nee, diesmal war ich da nicht dran. Vom Feld. Ja, dann ist es aber gleich tot. Ich sehe sie. Wen siehst du? Betsy? Ich glaube, das ist Betsy. Mit Röckchen. Ach, guck mal. Ja. Au. Bleib doch hier. Ich wollte nur mit dir spielen. Eingeborene. Mit Bumskeulen. Ich habe mir jetzt mal die Keule ausgerüstet, die Eingeborenen auch haben. Und jetzt ömmel ich dir mal eine rüber. Komm mal her hier. Oh, warte, jetzt klettert die auch noch auf den Baum, ey. Der hat gleich Zähne verloren. Oh Gott, oh Gott. Oh, das sind zwei, ne? Oh ja, und die sind auch recht stark. Sind das für Idioten? Wow. Oh, er ist umgefallen. Ja, da ist aber noch einer. Den würde ich ja auch gerne mal umfallen, aber irgendwie treffe ich den nicht. Lauf weg. Ich habe erstmal unseren Kumpel hier, den nehme ich erstmal mit zum Grillen. So, der wird erstmal gekocht hier. Hä, kann ich das Ding werfen? Aber der hat mir gute Rüstung runtergeschlagen, der Idiot. Ja, toll. Wo finde ich jetzt den Speer wieder? Kann ich den echt wegwerfen, oder? Verbesserter Speer gesammelt. Ja, ich guck mal, ja. Okay, sollte man am besten nachts machen wahrscheinlich. So. Das war ja jetzt gekonnt. Also den Speer kann man auch werfen, das wusste ich nicht. So. Oh, ich habe noch einen Karnickel. Ja, ich habe auch noch was für einen Grill. Nicht so dicht ans Feuer, bitte. Na, aber den Idioten habe ich doch noch gekriegt. Mit einem Wurf. Speer geworfen. Ach, das kriege ich erst jetzt mit, weißt du, hier so ein. Hörst du mal auf damit?
Du sollst die Knochen einsammeln. Okay, die Schädel fliegen nur so, da kann ich nichts mehr einsammeln. Naja, ich sammle die gleich ein. Ich muss nur mal ganz kurz ein bisschen Licht machen hier. Also Knochen habe ich eingesammelt. Du hast da eben oben was gebaut, oder was? Mhm. Das hörte sich so komisch an. Ich hab schon gedacht, da rennt wieder was. Wasch dich, um Infektionen zu vermeiden. So. Genau, wenn du blutüberströmt bist. So, bin wieder sauber. 80 Baumstämme noch. Mhm. Meine Güte. Okay, schlafen können wir noch nicht, okay. Hast du noch ein paar Körperteile von den Eingeborenen da auf Tasche? Nö. Also ich habe die nicht abgetrennt, ne? Ich habe den komplett aufgepackt. Ach so. Oh, okay. Also kann, es wird. Kann ich keine Effigy setzen oder wo sind die? Oh Mann, ist schon wieder kalt. Ich kann keine Effigies bauen. Marcel, kannst du die setzen? Was denn? Na, so eine Effigies aus Körperteilen von Eingeborenen. Klar, schwimmen mit Feuerzeug in der Hand. Jo, okay. Muss man sich sowas erstmal bauen? Ja, da gibt es eine Blaupause für. Oh, Feuer hier. Also ich habe die nicht im Buch drin, ich weiß nicht warum. Rüstungsgestell. Nee, das ist weiter hinten. Schädellampe, Deckenschädellampe, Schädeldekoration, okay, Kopftrophäe. Ja, das wird noch toll werden. Kronleuchter aus Knochen. Noch weiter. Ach so. Na gut, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Lucky Numbers, was ist das hier? Lotterie oder was? Ja, es gibt ja eine Geschichte. Es gibt ja eine Geschichte, warum das hier auf der Insel so ist. Aber das will ich dir ja nicht verraten. Ach so. Ja. Wir finden hier Hinweise und wie gesagt, wir sind ja eigentlich hier, um deinen Sohn zu finden.
Aber wir müssen ja erstmal selber klarkommen hier. Nicht wahr? Oh, hier sind ja auch noch Baumstämme. Ich komme schon. Ich sehe das schon. Ja. Oh Gott! Marcel! Galoppel 1 kommt! Wo ist er? Ja, doch! Oh, Galoppel ist endlich da! Wie schön! Galoppel, kannst du mal ein paar Bäume fällen, mein Gutster? Wo ist er denn jetzt? Er war nur zu hören, da hinten auf der Ecke. Ne? Nein. Guck mal, da hinten zwischen den Bäumen, da ist er. Ich sehe ihn. Was macht denn der so? Ja, der rennt auf dich zu und er hat ganz viele Arme. Oder Beine? Naja. Nein, nein, Muschi hat Beine und Galoppel hat ganz viele Arme. Also ich glaube. Ich glaube, Muschi Klaus hat eine Affäre mit ihm. Und mit Thrombosen. Das geht da nicht hin, Marcel. Das sind, der... das sind zwei. Ja. Der hat auch so ein bisschen Darmprobleme, glaube ich. Der, weiß ich nicht. Wenn der durch den Wald geht, der gibt immer so Ausdünstung von sich. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Was habe ich denn hier? Aber die kommen nicht dichter, ne? Aber guck mal, nee, weiter links nicht. Läuft da was mit Feuer. Guck mal. Weiter links. Ja, das gibt Eingeborene, die haben. Ach, da ist wieder der, die olle Zeug wirft da. Ja, der eine mit seinen Schädeln. Jetzt kommen sie her. Jetzt kommen sie her. Okay, wir sollten weg. Aber wirklich weg. Also wir nach sollten hinten, ne? Auf unserer sicheren Insel. Sind wir dann auch? Dann können wir mal ein bisschen beobachten. Oh Gott, wir frieren hier. Oder ich zumindest. Mach erstmal Feuer. Wir können auch schlafen, wenn du willst. Dann sind sie nächsten Tag weg. Mögen sie es nicht so hell? Nee, aber die bleiben nicht. Also die müssen schon ganz schön schnell und ganz schön viel essen, glaube ich. Ja, weiß ich nicht, wollen wir denn pennen gehen? Wir können ja eh nichts machen, ne? Wenn die... Na, dann lass uns mal schlafen gehen. Machen wir.